Ewing daraus. Wir machen hier heute eine Auftaktveranstaltung Zweirad, um zu Saisonbeginn direkt in einen positiven Kontakt mit den Motorradfahrern zu kommen. Im Vordergrund an der heutigen Aktion hier am Grabenhöfchen in der Rhön ist mehr das präventive Gespräch, das Miteinander. Deswegen sind auch hier viele Motorradfahrer von der Polizei anwesend, um einfach auf Augenhöhe mit den Motorradfahrern sprechen zu können. Hey, super. Dankeschön. Dank. Hier, hast du auch schon mal was? Wir kommen aus vom Wilhelmstal. Das war wir haben Thüringen und Fränkische Schweiz mitgemacht und sind jetzt hier rauf Richtung Westerwald. Also ich finde das gut, dann weiß man, wenn was an seinem Bike selber dran nicht in Ordnung ist, da machen die einen drauf aufmerksam und ich fand es total nett. Bußgeld, wie gesagt, steht heute nicht im Vordergrund, sondern die Information. Wir haben zahlreiche Infobroschüren, sage ich mal, Giveaways der Polizei, mal ein Bußgeldkatalog oder mal so Armbändchen, um das Verständnis, das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Verkehrsarten so ein bisschen aufzuklären. Osthessen News. Sehen, was bewegt.